Die Automotor- und Sport-Highlight aus der Welt der Exoten und Konzept-Cars. Mercedes zeigt in Genf jede Menge blaue Stäbe. Na gut, nicht nur, sondern auch neue Autos. Auch die anderen Hersteller haben neue Autos dabei und die zeigen wir euch jetzt, die außergewöhnlichen. AMG zeigt auf dem Genfer Autosalon eine viertürige Studie. Das Wichtigste ist, ein Hybridantrieb ist unten drunter über 800 PS. Meiner Meinung nach könnten die ihn genauso bauen. Optisch erinnert die Studie stark an den zweitürigen AMG GT. Die Scheinwerfer in der Front sind weit in die Kotflügel gezogen. Auch die lange Motorhaube und den Panamericana-Grill leiht sich das Konzept-Car vom AMG GT, der erst Anfang 2017 leicht überarbeitet wurde. Zudem gibt es die aus dem Topmodell GTR bekannte Allradlenkung. Auf den Markt kommen dürfte die Studie als sportliche Version des Oberklasse-Viertürers CLS, der Ende 2017 Premiere feiern soll. Groß, auffällig, laut, orange. Ich glaube, das beschreibt nicht nur den Dodge ziemlich gut, sondern die USA im Moment auch. Auf jeden Fall ist dieses Gefährt hier eines meiner Highlights der außergewöhnlichen Autos auf der Messe Genf. 6,4 Liter Hemi-Motor mit 410 PS. Kein Turbolader, kein Kompressor. Das ist ein urehrlicher V8. Und ich finde, dass die Amis den mit nach Genf gebracht haben, eigentlich ziemlich cool. Farben sind ja immer eine Geschmackssache und Brabus hat auf jeden Fall einen Farbtupfer gefunden zwischen den ganzen schwarzen Limousinen. Gemballa auf der anderen Seite hat ein lila Flügelmonster geschaffen. Schaut ihn euch doch mal selber an. Eines meiner Highlights auf dem Genfer Autosalon der außergewöhnlichen Fahrzeuge ist der McLaren 720S, der Nachfolger vom 650S. Und sie haben jetzt vorne die Frontleuchten in einem ganz neuen Design. Und mich würde interessieren, was haltet ihr davon? McLaren läutet auf dem Genfer Autosalon eine Modelloffensive ein. In den nächsten 5 Jahren sollen 15 neue Modelle auf den Markt kommen. Erster im Bunde der 720S. Wie immer steht das Produktkürzel für die Leistung des Modells. Als Nachfolger des 650S leistet der neue 70 PS mehr, also 720 Pferdestärken. Der intern als P14 bezeichnete Supersportwagen wird dabei erneut von einem Biturbo V8 befeuert. Allerdings kommt dieser zum ersten Mal auf 4 Liter Hubraum. Bisher waren es stets 3,8. Grund dafür? Der Abstand zu den leistungsschwächeren Modellen der Sport Series sollte erhöht werden. Nochmals um 18 Kilogramm leichter als ein vergleichbar ausgestatteter 650S haben die 720 PS leichtes Spiel mit den trocken nur gut 1,3 Tonnen Fahrzeuggewicht. Gleichzeitig steigt der Abtrieb um 50% dank fortschrittlicher Aerodynamik. Besonders im Design spiegelt sich das wider. Tiefe Sicken und Anströmöffnungen sorgen über das Fahrzeug verteilt für optimale Luftführung. Außerdem soll sich die Tropfenform besonders günstig auf den Luftwiderstand auswirken. Preise sind noch nicht bekannt. Nicht nur Brabus und Gemballa können Farbe, sondern auch Toyota. Der Prius in Türkis und der Mirai in Lila. Man sagt ja immer, dass Autos ein Gesicht haben. Wenn das so ist, dann hat der neue Lexus LS 500h auf jeden Fall eine Zahnspange. Gibt es ein französisches Auto, was besser aussieht als die Renault Alpine A110 momentan?
Ich glaub's nicht. Das lange Warten hat ein Ende. Die neue Alpine A110 ist da. Renault belebt die legendäre Sportwagenmarke wieder und knüpft an die Tradition der Alpine A110 von 1962 an. Neben dem Namen vereint beide Fahrzeuge konsequenter Leichtbau. Die in Genf vorgestellte Alpine setzt auf eine Aluminiumkarosserie. Vor über 50 Jahren kam GFK zum Einsatz. Heute soll die A110 rund 1,1 Tonnen wiegen. Auch das Design lehnt sich stark an die alte Alpine an. Flach geduckt mit 4 Scheinwerfern in der Front. Dazu ein breiter Lufteinlass. Die Seitenansicht des Zweisitzers prägt eine breite Tür und die in einem Schwung abfallende Dachlinie. Ein Vierzylinder-Turbo, platziert vor der Hinterachse, treibt die hinteren Räder an. 3 Leistungsstufen sollen für den Mittelmotorsportwagen geplant sein. 250, 275 und 300 PS. Tempo 100 soll so in unter 4,5 Sekunden erreicht werden. Die ersten 1.955 Exemplare kommen als Sonderedition auf den Markt. Die Preise sollen zwischen 55.000 und 60.000 Euro liegen. Ende 2017 werden die ersten Alpine ausgeliefert. Bentley zeigt hier den Nachfolger des Continental. Noch eine Studie. Schon vor 2 Jahren haben sie eine geschlossene Variante davon gezeigt. Meine Meinung ist, baut ihn endlich. Pagani zeigt in Genf den Huayra Roadster. Das bedeutet nicht, dass man hinten die Heckklappe aufmachen kann, sondern natürlich, dass man das Dach abnehmen kann. Das Hardtop ist gerade montiert. Wenn man es abnimmt, ist das Witzige, dass es dafür keinen Platz im Auto gibt. Beim Supersportwagenhersteller Pagani zieht vorzeitig der Sommer ein. Die Italiener schneiden dem Huayra das Dach ab und stellen dessen Roadster-Variante erstmals der Weltöffentlichkeit vor. Dabei gelingt es Pagani, den Roadster sogar 80 Kilo leichter zu bauen als das Coupé. Die verbleibenden knapp 1,3 Tonnen fallen dem etablierten 6 Liter V12 Biturbo aus dem Hause Mercedes AMG zum Opfer. Output 764 PS und 1000 Newtonmeter maximales Drehmoment. Der Huayra Roadster kommt mit 2 Dachoptionen. Zum einen wäre das ein Dachteil aus Carbon mit Glaseinsatz, das den Roadster in montiertem Zustand zum Coupé macht. Ist das Dach allerdings einmal ab, so gibt es im Fahrzeug keinen Platz, um es mitzunehmen. Eine gute Wetter-App sollten Huayra-Fahrer dann also parat haben. Alternativ gibt es ein Stoffnotverdeck, das im Roadster verstaut werden kann. Alle Exemplare des auf 100 Stück limitierten Wagens sind bereits ausverkauft. Der Preis 2,28 Millionen Euro plus Steuern. Das waren unsere Highlights vom Genfer Autosalon.